arkadaşlar, değerli izleyiciler. Hallo Freunde, liebe Zuschauer, willkommen zu einem der Programme der interkulturellen Denkfabrik. Wie wir unter der Überschrift Blaue Heimat angekündigt haben, werden wir heute über die Außenpolitik der Türkei sprechen. Unsere Gäste sind unser Teilnehmer aus der Türkei, Professor Dr. İlhan Özgel und unser Freund Ulus Irkat aus Zypern. In diesem Studio haben wir bereits unsere Freunde, die Friedenswissenschaftler Barış Ünlü und Hakan Mertcan, auf den Bildschirm gezeigt. Wir freuen uns, unsere heutigen Gäste begrüßen zu dürfen. Die Interkulturelle Denkfabrik ist ein in Hamburg gegründeter Verein für Literatur, Kultur und Politik, der sich für das Gemeinwohl einsetzt. Wir setzen unsere Arbeit in Zusammenarbeit mit Organisationen wie der Rosa-Luxemburg-Stiftung und dem Hamburger Ministerium für politische Bildung fort. In unserem aktuellen Programm haben wir es für angemessen erachtet, eine Sendung im Rahmen der politischen Bildung zu veröffentlichen, um die Öffentlichkeit aufzuklären und sie über bestimmte Themen zu informieren. Zuallererst möchten wir kurze Informationen über unsere Teilnehmer geben. İlhan Özgel ist promovierter Politikwissenschaftler, lehrte viele Jahre internationale Politikwissenschaften an der Fakultät der Universität Ankara, war auch Leiter dieser Abteilung und unterliegt, wie Sie wissen, der Rechtsstaatlichkeit eines islamistischen und faschistischen Regimes. Er wurde aufgrund der Umsetzung der Dekrete von der Universität entlassen, weil er die Friedenserklärung unterschrieb und wegen seiner regimekritischen Haltung. Derzeit schreibt er Artikel in diversen Medien, insbesondere in der Internetzeitung Gazete Duvar. Natürlich ist es möglich, seine Artikel einzusehen. Hiermit möchte ich ihn herzlich begrüßen. Danke. Unser Freund Ulus Irkat, der sich aus Zypern angeschlossen hat, ist ein Freund von uns, der persönlich, vor allem in seiner Jugend, miterlebt hat, was internationale Außenpolitik bedeutet. Schon im jungen Alter von 17 Jahren wurde unser Kollege in den Konflikten während der Operationen in Zypern gefangen genommen. Deswegen begann er schon in seinen jungen Jahren zu verstehen und zu erleben, was der internationale Konflikt, die nationalistischen Kämpfe, Besetzungen und Spannungen bedeuten. Er ist auch bekannt für seine politischen Schriften und für seine Bücher und Schriften über die historischen Kämpfe Zyperns. Lange Jahre arbeitete er als Lehrer, Pädagoge und ist jetzt im Ruhestand. Wir heißen auch ihn willkommen. Wir sind froh, hier zu sein. Ich bin İrfan Jüre. Ich lebe seit vielen Jahren in Deutschland. Mein Lebensweg führte mich durch die Gefängnisse von Marmak, Metris, Selimiye und zum Exil als ein Bürger der Republik der Türkei, nachdem sie den Fall vor Gericht gestellt haben. Zurzeit habe ich gleichzeitig die deutsche Staatsbürgerschaft. Hier bin ich ein Mitglied der politischen Partei Die Linke. Ich bin auch ein Mitglied des Vorstandes der Interkulturellen Denkfabrik. Wenn ich über die blaue Heimat spreche, denke ich, dass das Konzept, das durch diesen Begriff hervorgerufen wird, sehr wichtig ist. Weil, wenn wir blaue Heimat sagen, denken dann all unsere Bürger in der Republik der Türkei an die Begriffe wie Anavatan, Heimat, und Yavruvatan, kleine Heimat, die jeder in der Türkei kennt. In diesem Zusammenhang hat der Begriff keine negative Konnotation, auch wenn dieser Begriff neu ist. Heute, vor allem für die Türkischstämmigen und für unsere Zuschauer in Deutschland, die dieses Programm auch übersetzt auf Deutsch anschauen können, stellen wir unsere Fragen besonders über die blaue Heimat an İlhan Özgel, einen Kollegen von uns, der über dieses Thema bereits viele Diskussionen geführt, sehr viel geschrieben und Bücher verfasst hat. Aber zuerst bitte ich Herrn Özgel um eine Einführung über die Bedeutung der Konzepte, die in unserem Alltag in der türkischen Außenpolitik verwendet werden.
Zum Beispiel, was sind die häufig benutzten territorialen Gewässer? Was ist der Festlandsockel? Was ist das Fluginformationsgebiet? Was ist der Luftraum? Denn der großen Mehrheit, die noch nicht so viel darüber lesen konnten, ist es bestimmt nicht ganz klar. Wie sind unsere Rechte? Was bedeuten Hoheitsgewässer und Festlandsockel? Was heißt die Wirtschaftszone bzw. ausschließliche Wirtschaftszone? Wie sehen unsere Hoheitsbefugnisse aus? Wie lautet das internationale Abkommen über dieses Thema? Wenn Sie zuerst zu diesen Themen eine Einführung machen könnten, würden wir uns freuen, Herr Ilhan. Vielen Dank für diese freundliche Einladung. Ich hoffe, es wird ein effizientes und nützliches Treffen. Ich bin wirklich glücklich, mit euch zusammen zu sein. Dank der Technologie können wir von zu Hause aus eine Verbindung nach Deutschland herstellen. Wir können unsere Ideen mit den Freunden dort teilen. Deshalb ist es eine sehr schöne Gelegenheit. Ich danke Ihnen und Ihrem Verein, dass Sie mir diese Gelegenheit gegeben haben. Ich danke euch sehr. Wie Sie bereits gesagt haben, mit der Anwendung des Begriffs Blaue Heimat formulierte die Türkei im östlichen Mittelmeer einen militärischen Diskurs. Und damit hat man angefangen, diese Begriffe, die Sie erwähnt haben, öfter zu verwenden. Seit den späten 90er und 2000er Jahren war die Existenz der natürlichen Ressourcen, genauer gesagt des Erdgases, im östlichen Mittelmeerraum bekannt. Aber plötzlich ging der Regierung ein Licht auf. Sie fingen an, Allianzen in der Innenpolitik zu bilden. Und die Regierung entschied sich für einen starken Einsatz der Marine im östlichen Mittelmeer. Also beinahe für einen Übergang zur Kanonenbootpolitik. Das militärische Engagement in Libyen und die seismischen Forschung. Wie Sie wissen, der Kauf von Bohrschiffen oder Bau derartiger Schiffe. Und all diese Aktivitäten führten dazu, dass die zuvor von Ihnen erwähnten Begriffe in der öffentlichen Meinung häufig diskutiert wurden. Wenn wir nun völkerrechtlich definieren wollen, entspricht natürlich der Begriff das Heimatland, Vaterland, das Gebiet, auf dem die staatliche Autorität absolut dominiert. Dieses Gebiet bezieht das Territorium auf dem Lande, die Untererde und den Luftraum mit ein. Wenn Sie diesen Bereich jetzt zum Meer weiter ausdehnen, hat man zuerst und vor allem mit dem Begriff der Territorialgewässer zu tun. Territorialgewässer ist ein Konzept des 20. Jahrhunderts. Davor gab es kein solches Konzept. Auf Englisch heißt es Territorial Water. Ich kenne den deutschen Begriff dafür nicht. Territorialgewässer bezeichnet den Meeresstreifen, in dem der Küstenstaat volle Souveränität ausübt. Mit anderen Worten, die Zuständigkeit des Staates auf dem Wassergebiet ist zugleich dessen Zuständigkeit auf dem Lande. Dieses Gebiet ist eingeschränkt. Es begann mit 3 Meilen, stieg in den 1920er Jahren auf 6 Meilen an. Heute erlaubt das Seerechtsübereinkommen von 1982 bis zu 12 Meilen. Die Küstenstaaten haben ab der Uferlinie über einen Meeresstreifen von fast 20 Kilometer, also von 12 Meilen, das soll man für die Umwandlung in Kilometer mit etwa 1,7 multiplizieren, die absolute Souveränität. Und im entsprechenden Luftraum übt der Staat auch die Souveränität aus. Hier gibt es wahrscheinlich kein Problem, also es soll verständlich sein. Mit anderen Worten, es ist die Ausdehnung der Souveränität auf dem Lande in Richtung des Meeres. Ab diesem Punkt gibt es 2 neue Konzepte. Das eine ist die ausschließliche Wirtschaftszone. Das andere ist der Festlandsockel. Die ausschließliche Wirtschaftszone soll man so darstellen. Auf dem Meeresgebiet, jenseits der Territorialgewässer, zwischen dem Meeresboden und der Meeresoberfläche, darf der Staat bis zu 200 Seemeilen, ungefähr 350 bis 380 Kilometer, wirtschaftliche Aktivitäten führen. Also der Staat kann ankündigen, dass es in dieser Wirtschaftszone fischen oder nach Mineralien suchen wird. Und, wie Sie wissen, es gibt auch den Grund des Meeres. Wenn Sie diese Zone vertikal runterverfolgen, erreichen Sie den Meeresboden. Und dieses Gebiet wird als Festlandsockel bezeichnet. Ein Staat kann auch innerhalb seines Festlandsockels
der auch ab der Uferlinie bis 200 Meilen breit ist, bohren und natürliche Ressourcen erforschen, so viel wie die Technologie das ermöglicht. Wenn er hier Öl, Erdgas und andere Mineralien findet, kann er diese in den Besitz nehmen. Das heißt, er kann den Besitz ergreifen. Ich denke, es sollte mehr oder weniger klar sein, was gemeint ist. Der Festlandsockel und die ausschließliche Wirtschaftszone außer der Territorialgewässer bleiben außerhalb der Grenzen der Souveränität der staatlichen Macht. Dies stellt den Hauptunterschied mit den Territorialgewässern dar. Man kann hier also nur wirtschaftlich tätig sein. Es kann zum Beispiel um ein Fischereigebiet gehen. Nur eure Fischer können in einem Gebiet von 350 Kilometern vom Ufer aus fischen. Oder ihr könnt bohren und so weiter. Aber andere Schiffe können durchfahren. Beispielsweise kann in Territorialgewässern ein fremdes Schiff ohne Erlaubnis nicht durchfahren. So wie man ohne Erlaubnis das Gebiet eines anderen Landes nicht betreten kann, kann auch kein fremdes Schiff die Territorialgewässer eines anderen Landes befahren. Oder kein fremdes Flugzeug kann den Luftraum über die Territorialgewässern eindringen. Das ist also der Hauptunterschied zwischen den beiden Konzepten. Eines entspricht dem Gebiet, in dem die souveräne Macht ausgeübt wird. Die anderen, also die ausschließliche Wirtschaftszone und der Festlandsockel, stellen eine geografische Definition der Wirtschaftstätigkeit dar. Ich hoffe, dieser Teil war verständlich. Ja, danke. Ich denke, diese Einführung reicht dafür, was später diskutiert werden wird. Lassen Sie uns fortfahren, wenn es für unseren Kollegen Ulus in Ordnung ist. Bitte, bitte. Natürlich hat jedes Land eine Außen- und Innenpolitik. Und Herr Illan ist nicht nur einer, der seit Jahren seinen Studenten zu diesen Themen Seminare gibt, sondern er hat sich darüber lange Jahre Gedanken gemacht und die Menschen darüber aufgeklärt. Wenn man über die Außenpolitik der Türkei spricht, war bisher das klassische Motto bekannt: Frieden in der Heimat, Frieden in der Welt. Also das bedeutet ungefähr: Wir sind ein so friedliches Volk, eine solche Nation, die keinerlei Streit mit den anderen auslöst. Unsere Republik wurde vor fast 100 Jahren gegründet. Wir haben in einiger Hinsicht Bezug zum Osmanischen Reich. Aber es bleibt in der Vergangenheit. Es gab also eine Außenpolitik, die auf einer solchen Politik beruhte. Wenn man über die Außenpolitik redete, endete der Streit aller politischen Seiten. Diejenigen, die sich in der Innenpolitik gegenseitig wirkten, wurden eins, wenn es um die Außenpolitik ging. Eigentlich gibt es in dieser Situation keine ernsthaften Änderungen. Aber ich nehme an, dass es seit den 1990er Jahren angefangen hat, dass einige Änderungen auftauchten. Wahrscheinlich spielten dabei die strukturellen und wirtschaftlichen Änderungen in der Türkei und das Verschwinden der polarisierten Welt eine Rolle. Die Türkei fand ein neues Feld vor sich oder sie hat es selbst geöffnet. Wenn wir uns aus dieser Perspektive betrachten, ließ sich dann ein zweites Motto hören. Genauer gesagt, es hallt in unseren Ohren wieder. Null Probleme mit unserem Nachbarn, strategische Tiefe und so weiter. Wir haben aber später auch gesehen, wie tief diese Tiefe war. Als drittes Motto haben wir nach unserer Hauptheimat Türkei und der kleinen Heimat Türkei auch noch die sogenannte blaue Heimat erfunden. Eine Außenpolitik, die aus diesen drei Phasen besteht. Also ich versuchte, die Außenpolitik der Republik Türkei so zusammenzufassen. Wenn wir es aus dieser Perspektive betrachten, was ist die blaue Heimat eigentlich? Ist es eine Militärdoktrin? Oder ist sie die Formel oder Zusammenfassung der allgemeinen Außenpolitik der Republik Türkei? Und gibt es einen gravierenden Unterschied zu früherer Politik? Wenn ja, was ist das? Wir würden uns freuen, wenn Sie uns diese Fragen beantworten können. Natürlich. Lasst uns sagen, blaue Heimat ist eine strategische Doktrin, eine Doktrin für das Meeresgebiet. Das ist die Reflexion der nationalistischen, autoritären und militärischen Tendenzen der AKP-Regierung seit 2015 in der Außenpolitik der Türkei. Das ist eine ehrgeizige, manchmal auch aggressive Politik, die die politischen Ergebnisse in der Innenpolitik auch mit einbezieht. Es handelt sich um eine expansive Doktrin, die hypothetisiert, dass alle Nachbarstaaten im Westen und Osten daran arbeiten, die Türkei abzuschwächen und sie im Mittelmeer in einem engen Meeresgebiet abzukapseln.
Einer der Gründe dieses Kurswechsels in der Politik ist das Bündnis der AKP-Regierung mit nationalistischen und eurasischen Mächten. Dieser Prozess begann nach 2015 und wurde nach 2016 intensiver. Wenn Sie so wollen, dass ich den Inhalt der Doktrin der Blauen Heimat erkläre, kann ich Folgendes sagen. Von der historischen Perspektive der türkischen Außenpolitik stellt der Satz Frieden zu Hause, Frieden in der Welt keine Doktrin dar, sondern es ist ein Motto. Das wird verwendet, um die Politik in der Zeit von Atatürk, der Periode bis zum Zweiten Weltkrieg, zu beschreiben. In dieser Periode gibt es Zeiten, in denen die Türkei sich nach Frieden bestrebte. In der Gründungsphase der Republik gibt es Momente, wo die Türkei militärische Gewalt anwendete oder damit drohte, wie es sich in der Hatay-Frage zeigte. In dieser Zeit, also in den 20er und 30er Jahren, setzte aber die Türkei die Diplomatie tatsächlich auch in großem Umfang um. Die Null-Probleme-mit-den-Nachbarn-Politik, die Sie gerade erwähnt haben, ist dagegen etwas ganz anderes. Wenn es bei den von Ihnen genannten Nachbarn kein Problem gibt, ist die Logik anders. Sie trennt sich einerseits von der Idee Frieden zu Hause, Frieden in der Welt und andererseits von der blauen Heimat. Möchten Sie, dass ich in dieses Thema einsteige? Ja, bitte, bitte. Dann mache ich weiter. Lassen Sie mich auf den Unterschied der Null-Probleme-mit-den-Nachbarn-Politik Bezug nehmen. Null-Probleme-mit-den-Nachbarn ist auch ein Motto, aber es ist nicht ehrlich. Es geht nicht darum, eine reibungslose Außenpolitik mit den Nachbarn zu verfolgen. Unter dem Motto Null-Probleme-mit-den-Nachbarn war die Politik der AKP gegenüber den Nachbarn eine expansive Politik. So ist es auch mit der Blauen Heimat. Aber der Unterschied zur Blauen Heimat war es, dass die AKP versuchte, diese Politik mittels Softpower, also weicher Macht, umzusetzen. Die Begriffe wie Musterstaat, Kernland oder das Motto Null Probleme mit den Nachbarn dienten dazu, die Diskurse wie Wir sind ein liberaler Staat, wir sind ein Handelsstaat, wir werden ein Modell für die Demokratisierung des Nahen Ostens sein und die Zunahme diplomatischer Aktivitäten, die Nutzung der türkischen Fernsehserien, die Zunahme der kulturellen Aktivitäten etc. Alles war ein Teil davon. Die AKP verfolgte diese Politik durch Anwendung der politischen und auch der wirtschaftlichen Mittel. Aber die Blaue Heimat funktioniert ganz anders. Wir können die Blaue Heimat im Zusammenhang mit der Politik in dem Gebiet von Irak bis nach Aserbaidschan bzw. Bergkarabach betrachten. Die AKP wechselte zu einem politischen Kurs in der Außenpolitik. Dementsprechend hat sie im Irak, in Syrien, im östlichen Mittelmeer und in Libyen eine Strategie verwendet, die auf einer militärischen Logik basiert. Schließlich kann man sagen, es gibt historisch gesehen drei Perioden. Frieden zu Hause, Frieden in der Welt, hat eine defensive Natur. Zu dieser Zeit war die Türkei schwach. Aber die Politik Null Probleme mit den Nachbarn und die Blaue Heimat zeigen Parallelismen. Beide sehen vor, dass die Türkei in dieser Region mächtiger und aktiver wird. Wir können das Wort dominieren nicht benutzen, da die Türkei nicht über eine solche Kapazität verfügt. Aber die Türkei wünschte sich, ein Einflussgebiet zu schaffen, und diese beiden Politiken stellen zwei andere Dimensionen dieses Bestrebens dar. Die Politik Null Probleme mit den Nachbarn war erfolglos. Sie ist schon gescheitert, zusammengebrochen. Die Blaue Heimat, vielleicht werden wir das später noch besprechen, befindet sich in einem schwierigen Prozess. Es reicht nicht, eine Politik anzukündigen. Dazu braucht man auch die Fähigkeit, sie umzusetzen, Bündnisse zu bilden, wirtschaftliche Macht zu besitzen und so weiter. Wenn es für Sie in Ordnung ist, lassen Sie mich hier aufhören, damit Sie vielleicht mit unserem anderen Gast weiter diskutieren können. Doğru söylüyorsunuz. Burada
Lassen Sie mich bitte vorher eine Frage stellen. Ich würde gerne Ihre Meinung dazu hören. Besonders die Konzepte wie strategische Tiefe oder null Probleme mit den Nachbarn. Hängen diese Konzepte nicht mit den Aufgaben zusammen, die von den Vereinigten Staaten auf die Regierung von Tayyip Erdogan und seinem Regime übertragen wurden? Spielt die Türkei nicht eine Rolle, die im Rahmen des Projektes Großraum Mittlerer Osten an die Türkei verteilt wurde? Die Umzingelung des Iran, der Regimewechsel in einigen Staaten im Nahen Osten. Diese Politik hat eine solche Dimension. Ist es nicht so? Doch, Sie haben schon recht. Ja, also. Können Sie mich hören? Ja, wir hören Sie. Ja, Sie haben recht. Amerika wies auf die AKP als ein Modell für die Länder des Nahen Ostens hin. Wie Sie wissen, die AKP fand zu diesem Zeitpunkt dies nicht richtig. Und sie bevorzugten das Wort Inspiration. Sie nannten es die islamistische Bewegung im Nahen Osten und sie sahen es als besonders angemessen an, sie an die Muslimbruderschaft zu richten, und die AKP akzeptierte diese Rolle. Aber die AKP versuchte, über diese Rolle hinaus zu agieren. Die Erdogan-Regierung wollte das Projekt Großraum Mittlerer Osten für sich selbst nutzen, die Führung übernehmen und die Region dominieren. Türkiye'nin model olması falan bunların hepsi 2013 tarihinde bitti, sona erdi. Ve bundan sonra da hiç bahsedilmedi. Artık kimsenin yani ne In 2013 sind all diese Projekte zusammengebrochen. Gemäßigter Islam, Muslimbrüder, Türkei als ein Modell aufstellen. All diese Projekte endeten im Jahr 2013. Und danach hat man sie nicht mehr erwähnt. Niemand würde sich in der Trump-Regierung oder jetzt in der Biden-Regierung mit Konzepten wie Großraum Mittlerer Osten, Musterland etc. beschäftigen. Tayyip Erdogan sagte, dass er der Co-Vorsitzende des Projekts Mittlerer Osten war. Aber weil er natürlich den Wunsch hatte, über die ihm zugewiesene Rolle hinaus das regionale Führungsland zu werden, missglückte sein Vorhaben. Dann, in der turbulenten Periode, die mit dem sogenannten arabischen Frühling anfing und eigentlich immer noch läuft, konnte sich diese Politik nicht anhalten. 2013 gab es sogar gar keine Spuren mehr davon. Ja, das sehe ich genauso. Ben sizi kısaca girişte bir tanıtmıştım ama aslında siz şu anda adı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olan bir ülkenin vatandaşısınız ama aynı zamanda Wenn es für Sie auch in Ordnung ist, bevor wir mit der blaue Heimatfrage weitermachen, wenden wir uns nochmal zurück zum Herrn Ulus. So können Sie sich auch ein bisschen erholen, denn ich merke, dass Sie auch wegen der technischen Probleme ein wenig müde sind. Dann kommen wir später nochmal zur blaue Heimatfrage zurück. Ich denke, dass es so besser wäre. Herr Ulus, hallo nochmal. Hallo, ich grüße Sie. Grüße nach Kibris, Cyprus, Zypern, von hier aus Hamburg. Ich habe Sie am Anfang kurz vorgestellt. Sie sind tatsächlich Staatsbürger eines Landes mit dem Namen Türkische Republik Nordzypern. Ich kenne mich damit nicht so gut aus, aber ich glaube, Sie können auch teilweise von Ihren Rechten in der offiziellen, international anerkannten Republik Zypern profitieren. Da diese Republik auch die Region im Norden einschließt. Zunächst würde ich mich freuen, wenn Sie über die von mir angegebenen Informationen hinaus Informationen über sich selbst geben könnten. Denn ich habe Sie als Schriftsteller, Lehrer und Forscher vorgestellt. Weil Zypern in der internationalen Politik direkt in Verbindung mit der Türkei und Griechenland steht und weil Zypern zum Ort wurde, wo die Spannung und die ganze Wut zwischen der Türkei und Griechenland zusammenkam, Öncileri İngiliz idaresinin devamı konusunda bir fikir birliği oluştu ve
wurde es auch wegen der nationalistischen Politik dieser beiden Länder zum Gegenstand eines Konflikts. Beginnt mit dieser Situation, könnten Sie bitte als ein Zypriot für uns die Auswirkungen der Außenpolitik der Türkei über Sie und das zypriotische Volk beschreiben? Wie Sie wissen, begann die Zypern-Frage in den 1950er Jahren. Und natürlich ist es auch bekannt, dass die Türkei damals noch keine spezifische Zypern-Politik hatte. Zuvor bestand ein Konsens über die Fortsetzung der britischen Herrschaft. Und die türkischen Zyprioten, die Anführer, wurden gebeten, die Fortsetzung des britischen Status quo zu unterstützen. Aber später, wie Sie wissen, als sich die Briten im Hinblick auf ihre Interessen im Nahen Osten und auch wegen der sich ändernden Politiken und Konjunkturen an Griechenland nähern wollten, wurden die zypriotischen Türken mit der diversen Politik konfrontiert. In der Mitte der 50er Jahre, infolge der Gründung der EOKA, der Nationalen Organisation Zypriotischer Kämpfer, und Ankündigung der als Enosis genannten Politik, welche die Annexion von Zypern durch Griechenland vorsah, gestaltete die Türkei für die zypriotischen Türken eine Politik, in der die Mottos wie Zypern ist türkisch und entweder Teilung oder Tod aufkam. Und wie Sie wissen, nach der EOKA wurde die TMT, die türkische Widerstandsorganisation, gegründet. Von dieser Zeit an erreichten die nationalistischen Bewegungen in Zypern das höchste Niveau. Diese Strömungen waren schon vorhanden. Aber mit den Ereignissen und der Verfeindung zwischen den beiden Gesellschaften, insbesondere mit dem Beginn des Kalten Krieges, wurde jedoch eine Politik festgelegt, die eine Tendenz zur Teilung zeigte. Aber ich muss auch darauf hinweisen, dass Makarios 1954 bei den Vereinigten Nationen zusammen mit Griechenland einen Antrag auf Verwendung des Selbstbestimmungsrechts für eine Enosis-Politik stellte. Dies rief starke Kontroversen hervor. Denn, wie Sie wissen, gab es insbesondere nach 1945 viele Länder auf der Welt, die sich mit verschiedenen ethnischen Gruppen identifizierten. Zum Beispiel Indien. Wir sehen, dass der indische Delegierte diesem Antrag und der Forderung bei den Vereinten Nationen entgegentrat. Darüber hinaus lehnten Länder wie Peru und Argentinien, in denen verschiedene ethnische Gruppen lebten, in 1945 die Durchführung von Enosis zusammen mit dem Selbstbestimmungsrecht ab. Dieses Unternehmen schlug fehl. Aber später, mit der Gründung der EOKA und der TMT, kamen die kriegerischen Auseinandersetzungen und Konflikte. Die ältere Generation, unsere Eltern, waren dann nach 1955 in diesem Konflikt mittendrin. Ich kam auch mitten in diesem Konflikt auf die Welt. Nach dem Konflikt wurde in Zypern im Jahr 1960 die Republik ausgerufen. Zwei kollidierende Gruppen oder Gesellschaften gründeten 1960 die Republik Zypern. Aber Gefühle aus der Vergangenheit, wie Hass, Groll und Zorn, kamen auf. Und der Nationalismus führte dazu, dass die Republik Zypern leider nur 3 Jahre lang bestehen konnte. Dann gibt es natürlich auch noch die Auswirkungen des Kalten Krieges. Wie Sie wissen, befanden sich wegen des Kalten Krieges zwei Supermächte, die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten, im östlichen Mittelmeer im Konflikt. Und es ist auch bekannt, dass die NATO in dieser Zeit des Wettstreits im Kalten Krieg beunruhigt war. Türkiye'nin araya girmesi bu dönemlere de rastlıyor ve
Türkiye ile artık NATO ülkesi diyorsunuz Türkiye askeri bağlamda Kıbrıs'ta insbesondere wegen der kommunistischen Partei AKEL, die 1926 als Fortsetzung der kommunistischen Partei Zyperns gegründet wurde. Und die Türkei intervenierte genau in diesem Moment. Mit dem Intervenieren der Türkei, die, wie Sie wissen, ein NATO-Mitglied ist, fing man an, von einer militärischen Intervention zu sprechen. Und im Jahr 1963 eskalierte der Konflikt zwischen den beiden Polen. Natürlich gab es auch Konflikte zwischen den Anführern der zypriotischen Gesellschaft. Der Nationalismus stand ebenfalls auf dem Spiel. Makarios war ein Nationalist. Wenn er sich am Anfang die demokratischen Werte der europäischen Aufklärung angeeignet hätte und wenn er in Zypern eine Politik verfolgt hätte, die die türkische Gesellschaft nicht isolierte, sondern eingeschlossen hätte, hätte man den Konflikt dann 1963 verhindern können. Aber leider konnten weder Griechenland noch die Makarios-Regierung, also die griechische Führung, diesen Fehler erkennen. 1963 yılındaki çatışmayı önleyebilirdi. Ama gerek Yunanistan, gerekse Makarios yönetimi, Kıbrıs Rum liderliği. Dabei gibt es natürlich auch die Probleme mit der Politik, die von der türkischen Schattenregierung verfolgt wurden. Diese Politik kann man ebenfalls als eine autokratische Politik bezeichnen. Die Blaue Heimat, über die unser Freund gerade gesprochen hat, ist auch damit verbunden. Denn nach der osmanischen Sichtweise sollten die Territorien, die nach dem 16. Jahrhundert übergeben wurden, wieder eingenommen werden. Das war eine Doktrin. Und diese Doktrin spielt eine große Rolle bei der Bildung der türkischen Widerstandsorganisation. 16. yüzyıldan sonra derin devletin politikalarıyla tekrar alınmalıdır şeklinde bir doktrindir bu. Ve temetinin die EOK spiegelte auch die Vergeltungspolitik, die Geheimpolitik und die fünfte Kolonne Politik des Kalten Krieges in beiden Staaten wider. Savaşın o misilleme politikalarının, o gizli politikaların, derin politikaların her iki devlette de, Yunanistan'da da, Türkiye'de de. Und nach 1963 trat auch in Zypern die Zeit der Rivalität in Kraft, die sich mit dem Einfluss der gerade erwähnten kommunistischen Partei AKEL beschleunigte, die eine Politik parallel zur Sowjetunion verfolgte. Und die türkisch-zypriotische Gesellschaft befand sich infolge dieser Konflikte in einer Lage, sich selbst schützen zu müssen. Natürlich gab es Angriffe von der Seite der Republik Zypern und es gab alle möglichen Probleme in Bezug auf die eigene Sicherheit. Das Fehlen eines Verständnisses für die Republik waren in Zypern sehr drastisch. Und die türkischen Zyprioten bildeten ein Ghetto-System auf einem Gebiet, das dem 3% der Insel entsprach. In diesem Gebiet waren die Kommandeure aus der Türkei und die türkische Botschaft aktiv. Sie überwachten zusammen mit der türkisch-zypriotischen Anführung dieses Ghetto. In dieser Zeit, insbesondere zwischen 57 und 58, sahen die türkischen Sozialisten Zyperns diese Situation. Von den Gewerkschaftern zuallererst, zum Beispiel Zyperns türkische Sozialisten, von der Gewerkschaft PEO, der Föderation der zypriotischen Arbeiter, insbesondere Derviş Ali Cavazoğlu, hatten diese Vorfälle gesehen. Aber leider wurden solche Leute, ich kann es nur eine Tragödie nennen, aus beiden Gemeinschaften ausgeschlossen. Darüber hinaus gab es nicht nur Cavazoğlu, sondern auch demokratische Gruppen, die dem Kemalismus treu waren und die eine Teilung der Insel nicht wollten. Zum Beispiel Ayhan Hikmet, Ahmet Musafer Gürkan und Dr. İhsan Ali, der türkische Anführer von der BAF-Region, sahen diese Leere, diese Schwäche und sie begannen, ihre Stimmen zu erheben, um die Teilung der Insel zu verhindern. Dr. İhsan Ali de bu boşluğu görmüşler veya bu zayıflığı görmüşler ve
oy taksimini önlemek için seslerini yükseltmeye başlamışlar da ama. Leider haben der nationalistisch dominierte Sektor und die Mitglieder beider Gesellschaften diese beiden Arten demokratischer und sozialistischer Menschen entweder durch Mord oder Unterdrückung von ihren Gesellschaften isoliert. Diese Menschen waren von der türkischen Gesellschaft Zyperns isoliert. Wir können auch sagen, dass die AKEL möglicherweise auch die Haltungen hatten, die vom linken Standpunkt aus kritisiert werden können. Aber im Kontext des Zypern-Problems war die AKEL manchmal in der Lage, sich gegen Souveränität und Nationalismus zu stellen. Aber leider manchmal, insbesondere 1941, ließen sie die Tür für eine Enosis in der Parteicharta offen. Diese Schwäche entkräftete insbesondere die türkischen Sozialisten und Demokraten Zyperns. Deswegen blieb sie gegenüber dem türkischen Chauvinismus, dem türkischen Nationalismus, schwach. Sie konnten sich gegen diese Strömung nicht verteidigen. So kam man zu dem Wendepunkt im Jahr 1947, den wir bereits besprochen haben. Aber lassen Sie uns noch eine weitere Kontroverse, eine weitere Politik erwähnen. Makarios'un sırf Türkiye müdahalesini önlemek için AKEL'e yaklaştığı durumlar var. Es gab nach 1963 auch Momente, an denen Makarios versuchte, sich mit seiner Politik der AKEL anzunähern, um die Intervention der Türkei zu verhindern. Makarios dachte, dass er die Intervention der Türkei durch die Etablierung der Bewegung der blockfreien Staaten verhindern könnte. Insbesondere nach 1967, in der Zeit der griechischen Militärdiktatur, sehen wir, dass er eine solche Tendenz vertrat. Er verfolgte eine unabhängigere Politik. Doktor İhsan Ali'nin daha sonra danışman olmuştur. Doktor İhsan Ali Makarios'a Kıbrıs Türk liderliği ve de Türkiye'nin karşı olmasına rağmen ama wegen der türkischen Gefahr näherte er sich an die Bewegung der blockfreien Staaten und an die AKEL bzw. an den Sowjetblock. Aber leider konnte er die Fehler, die ganz am Anfang begangen wurden, nicht in Ordnung bringen. Er hat insbesondere die Beratung und Warnung von Dr. İhsan Ali nicht angehört, der damals trotz der Opposition der türkisch-zypriotischen Anführer und der Türkei nach 1967-68 zum Berater von Makarios wurde. Dr. İhsan Ali sagte wiederholt zu Makarios, dass die griechische Militärdiktatur bestimmt einen Militärputsch verüben würde und riet ihm dagegen, mit den Türken einen Kompromiss einzugehen. Aber Makarios ignorierte diese Warnungen. Dadurch schwächte sich Zypern. Die Republik Zypern, die unabhängig von Griechenland sein sollte, natürlich in einer Form, in der die griechischen Zyprioten dominieren würden, schwächte sich selbst. Man hat gesehen, dass Dr. İhsan Ali recht hatte. Das Bündnis mit den türkischen Zyprioten, wie Dr. İhsan Ali es wünschte, hätte die Makarios-Seite gegen die Militärdiktatur konsolidiert. Und die Türkei hätte dann keine Gelegenheit gefunden, um einzugreifen. Aber das passierte nicht. Wir können die Situation also so zusammenfassen. In der Zeit bis 1947, obwohl die Türkei damals eine Politik unter dem Motto Frieden zu Hause, Frieden in der Welt verfolgte, gab es auch eine nationalistische, feindlich gesinnte Politik gegen die Nachbarn. Zumindest gegen Griechenland. Denn Griechenland war ein Land,
das sich früher unter der osmanischen Herrschaft befand. Diese Gegebenheit, die Erinnerung an diese Hoheit, verband sich mit dem Nationalismus. Sie betonten zwar die Existenz von zwei Blöcken, das stimmt, aber die Kombination des Hoheitsgefühls und des türkischen Nationalismus führte dazu, dass der Schein hervorgerufen wurde, als ob für das Wohlbefinden der beiden Seiten eine Besetzung der Türkei unvermeidlich wäre. Kann man das so sehen? Ja. Fügen wir einfach hinzu. Als die Ereignisse 1963-64 begannen, sagte İsmet İnönü, dass das Völkerrecht die Grundlage der Republik Zypern bildete. Daher forderte Denktaş den verstorbenen Dr. Küçük auf, die Republik Zypern nicht zu bedrohen und ihre Grundlage im Rahmen dieses Völkerrechts zu bewahren. Vielleicht war dies eine vorübergehende Situation. Vielleicht war İsmet İnönü auch nicht ganz ehrlich. Aber er ging rationaler auf die Republik Zypern zu. İsmet İnönü sagte, sobald die Türken die Republik Zypern verlassen, werden sie in Zukunft von der Welt isoliert sein. Natürlich unterstützten später auch Herr İnönü und Herr Bülent Ecevit die Republik Zypern und waren gegen die Teilung. Wenn wir uns die Politik der CHP von 1980 anschauen, gibt es dort auch eine Politik gegen die Teilung. Wie Sie wissen, die Struktur des Föderativstaats Zypern existierte vor der Ankündigung der türkischen Republik Nordzypern. Mit dem Putsch am 12. September 1980 tauchte der extreme Nationalismus und die sogenannte türkisch-islamische Synthese auf. Und all dies schuf eine neue Situation. Wie Sie wissen, sagte der Anführer des Militärputsches, General Evren, wenn die türkische Republik Nordzypern nicht ausgerufen werden würde, wäre die Präsidentschaft von Herrn Denktaş in Gefahr. Aber wie gesagt, diese Bedingungen änderten sich ständig, je nach der Konjunktur und je nach den Entwicklungen in der Türkei. Aber Folgendes war immer effizient. Autokratische Politik. Der Ehrgeiz des Staates, die ehemaligen osmanischen Länder wieder zu dominieren. Das allmähliche Scheitern der Politik oder des Glaubens an Friede zu Hause, Frieden in der Welt. Und so kamen wir zu der Doktrin, die wir die Blaue Heimat nennen. Wir sehen dies aufgrund der sich ändernden Situation in Zypern. Daher erscheint mir diese Blaue Heimat oder die Verfolgung einer Konfliktpolitik, die die Beziehung zur Welt und zu den Nachbarn stört, nicht fremd. Leider befinden sich die zypriotischen Türken in diesen Stadien innerhalb der Veränderung. Insbesondere aufgrund der Zypern-Frage. Seit 1963 war İsmet İnönü's rationale Sichtweise, natürlich kann auch diese Politik kritisiert werden, parallel dem linken kemalistischen Gedanken. Und bis zum 12. September 1980 verteidigte dieser Gedanke die Föderation. Ich denke, dies war eine Reflexion der Politik des Frieden zu Hause, des Frieden in der Welt. Als die Föderation erklärt wurde, schrieb Herr Ecevit in den 1950er Jahren für die AKİS-Zeitschrift. Wir sehen, dass die Artikel in diesen Zeitschriften auch manchmal zwischen der Idee einer Föderation und der einer Teilung in zwei Zonen pendeln. Aber bis 1980 gab es noch einen anderen Glauben. Wir sehen dies besonders an der CHP. Wenn die Türkei die Kontrolle über Nordzypern und Griechenland die Kontrolle über Südzypern übernehmen würde, also wenn es eine solche Teilung gegeben hätte, dann würde dies zu Streitigkeiten im östlichen Mittelmeerraum führen. So dachten damals die türkischen Politiker, welche sich die Doktrin Frieden zu Hause, Frieden in der Welt aneigneten. Deshalb wurde die Föderation vor dem 12. September 1980 nicht gebrochen. Dies war einer der Gründe dafür. Die Parteien wie die Toplumcu Kurtuluş Partisi, die Sozialistische Befreiungspartei in Zypern, unterstützten die Föderation mit einer ähnlichen Idee. Nach dem 12. September 1980 kam es in Zypern zu einer Verhärtung der Situation. Der Weg zu einer Teilung wurde geöffnet.
Aber die Grenze in Zypern ist noch deutlicher geworden. Ein türkischer Nationalismus zeigte sich immer mehr. Und man muss sicherlich hinzufügen, im Süden wurde auch der Aufstieg eines griechischen Nationalismus betrachtet. Während wir dies sagen, wissen wir auch, dass sich in den dynamischen Teilen des Südens ein demokratischer Patriotismus auf Zypern gebildet hat. Leider führte die Nichtlösung des Zypern-Problems und die Bildung eines eigenen Staates im Norden zu einer Zunahme des Nationalismus, sowohl im Norden als auch im Süden. Aber wenn damals eine Lösung gefunden worden wäre, wenn es okay ist, lassen Sie uns hier eine Pause machen. Wenn wir wieder zum Thema die blaue Heimat zurückkehren, werden wir an dieser Stelle weitermachen. Obwohl letztendlich die türkische Republik Nordzypern gegründet wurde, erkennt kein anderes Land außer der Türkei diesen Staat an. Im Krieg 1974 befanden sie sich in Gefangenschaft. Aber ich war auch einer der wenigen Menschen der Türkei, die sich dieser Besetzung widersetzten. Zu dieser Zeit haben wir auch intensiv daran gearbeitet, gegen die Besetzung Zyperns zu protestieren. Aber wie Sie sagten, gaben die Nationalisten beider Seiten keine Chance zum Zusammenleben. Wenn es für Sie in Ordnung ist, gehen wir zurück zu Herrn Illan. Ich sehe ihn auf dem Bildschirm. Ich glaube, die Verbindung ist hergestellt. Nachdem wir die Fragen wie Frieden in diesem Land, Frieden in der Welt, das Projekt des Großraums Mittlerer Osten und die strategische Tiefepolitik von Davutoğlu erläutert haben, können wir jetzt in das Thema Blaue Heimat übergehen. Sie haben die Frage mit "Dies ist eine Strategie" beantwortet. Fahren wir von hier aus fort. Wie sollen wir die Frage beantworten, was die Blaue Heimat heute ist? Es gab nur wenige Informationen darüber, wann sie anfing. Aber der Ausdruck ist seit 5, 6 Jahren intensiv in der Öffentlichkeit zu hören. Natürlich gab es in der Vergangenheit bis 2004, 2005 einige Aktivitäten von Generälen und Offizieren für die Gestaltung der Blaue Heimat-Doktrin. Aber in den letzten 5, 6 Jahren ist es eine neue Form geworden. Die Blaue Heimatstrategie kann auch abgeschlossen sein, bevor wir zur aktuellen Situation gelangen. Wir wissen zurzeit über den Fortgang dieser Doktrin nicht viel. Was ist die Blaue Heimat? Wie hat sie angefangen? Während die Begründer dieser Doktrin oder Strategie Kemalisten oder Nationalisten waren, wie kam sie mit dem islamistischen Trend zusammen, der von Tayyip Erdogan vertreten wird? Diese Themen werden in den Veröffentlichungen der demokratischen Bereiche, insbesondere in der Türkei, verhandelt. Vor allem in Deutschland, Frankreich und der Schweiz wird diese Ausgabe nicht nur in bestimmten Magazinen, sondern auch Tageszeitungen ausführlich unter dem Titel Blaue Heimat diskutiert. Die Befragung der Türkei über die Nachrichten hinaus, die sie unter dem Namen Blue Homeland Strategy machen möchten, trifft zuletzt ernsthafte theoretische oder politische Überlegungen. Insbesondere im letzten Jahr, 2019, hat der große Marineeinsatz von Blue Homeland aufgrund seiner Umsetzung viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Deshalb schweige ich und überlasse das Wort Herrn Ilham. Wir würden uns freuen, wenn er uns von der Blauen Heimat erzählte, als würde er es uns in einem großen Hörsaal erzählen. Ich danke Ihnen. Lassen Sie mich so anfangen. Sie haben auch auf das Motto Frieden zu Hause, Frieden in der Welt hingewiesen. Dieser Diskurs war damals eine Notwendigkeit, die durch die Bedingungen der Zeit bestimmt wurde. Es war wie ein Motto. Wir waren politisch sehr schwach. Zum Beispiel gab es eine sehr schwache Armee. Die wirtschaftlichen Ressourcen waren auch sehr begrenzt. Deswegen sage ich, das war ein Motto. Nach 1945 kamen in den Jahren 45, 46 die Truman-Doktrin, dann der Beitritt zur NATO. Und das Motto Frieden zu Hause, Frieden in der Welt wurde vollständig beendet. Dieses Motto kann an den Wänden stehen, es kann überall geschrieben werden.
Aber die Türkei war ab diesem Datum ein NATO-Mitglied. Sowohl der NATO-Beitritt als auch das Motto Frieden zu Hause, Frieden in der Welt können nicht koexistieren. Sie wissen bereits, dass mit der AKP die Null-Probleme-mit-den-Nachbarn und die strategische Tiefe-Doktrin in den Vordergrund gerückt sind. Ich nenne das kurz Neo-Osmanismus. Nun komme ich zur blauen Heimat. Davutoğlu sagte, die kemalistische Mentalität in der Außenpolitik brach im Namen der Verwestlichung die Verbindung mit der Geschichte dieses Landes, das damals zur osmanischen Zeit eine Weltmacht war. Sie brach die Verbindung mit dieser Gesellschaft, nämlich den Osmanen, ihrer Kultur, ihrer Religion, dem Islam und ihrer Geografie. Mit anderen Worten, mit dem Mittleren Osten und den arabischen Ländern. Diese Sichtweise schränkte den Horizont der türkischen Außenpolitik ein. Es führte zu einer außenpolitischen Mentalität, die als Ergebnis eine passive, hilflose Politik schuf und die Strategieentwicklung in der Außenpolitik den westlichen Staaten überließ. Die Türkei kann mehr als das, so sagt Davutoğlu in seinem Buch Strategik Derinlik, auf Deutsch strategische Tiefe. Und er fordert, dass die Türkei die Kontrolle über das ehemalige osmanische Territorium wieder in Kraft setzen sollte. Er formulierte das mit den folgenden Worten: Wir haben dort bereits dieses Potenzial. Wenn wir an unsere Vergangenheit denken, hatten wir diese Orte bereits unter unsere Kontrolle gehabt. Genau in diesem Punkt kritisiert Davutoğlu den Kemalismus. Seine Kritik lautet folgendermaßen: Der Kemalismus solle die Eliten beseitigt haben, die in diesen Territorien aktiv tätig sein konnten oder die in diesen Ländern pro-türkisch handeln konnten. Eigentlich kritisiert er den Kemalismus damit, dass er nicht vorhatte, in die inneren Angelegenheiten dieser Länder einzumischen. Das ist unglaublich. Es ist ein sehr problematischer Text. Lassen Sie mich nicht zu sehr ins Detail gehen. Denn dieses Buch hat bereits an Ansehen verloren. Auch unter anderen Neo-Osmanen kümmert sich niemand darum. Aber diese Gelegenheiten sind wichtig. Zum ersten Mal in der Geschichte der Türkei hat man sich unter der AKP-Regierung daran bestrebt, die Oberhand über das ehemalige osmanische Territorium zu erlangen, um einen Einflussbereich zu schaffen. Ihr Ansatz war folgendermaßen: Wir werden hier jetzt wirtschaftlich stärker. Wir haben das Potenzial. Wir haben einen historischen Hintergrund. Also können wir den Nahen Osten kontrollieren. Aber sie wollten dies nicht gegen Amerika tun, sondern im Rahmen des gemäßigten Islamprojekts verwirklichen, das Amerika zu dieser Zeit unterstützte. Und wenn Sie sich daran erinnern, Sie haben in dieser Zeit einen liberalen Diskurs verwendet. Sie haben damit den liberalen Flügel, also die liberalen Namen in der Türkei, überzeugt und hinter sich hergezogen. Es ist jetzt unnötig, alle Namen zu erwähnen. Und sie erzeugten eine spannende Atmosphäre. Die Türkei ist eine regionale Macht in dieser Region. Außerhalb unserer Kenntnis und Kontrolle kann in diesem Bereich der Welt nichts geschehen. Wenn dort etwas zu tun ist, soll man unbedingt die Türkei berücksichtigen. Es wurde sogar immer dieses Beispiel gegeben. Um die Bevölkerungsberichte von Jerusalem zu erhalten, muss man das osmanische Archiv in Istanbul besuchen. Mit anderen Worten, sie wollten sagen, wir sind das Zentrum dieser Region. Hier kann ohne uns nichts passieren. Wir sollten hier wieder dominieren. Aber wie soll sich dieses Projekt durchsetzen? Die Türkei hat einige Instrumente in der Hand. Erstens hat sie wirtschaftliche Instrumente. Wo sollten sie anfangen? Der Iran ist zu groß und schiitisch. Der Irak ist einigermaßen unter Kontrolle der Vereinigten Staaten. Und auch der Iran hat dort das Sagen. Wie Sie merken, es bleiben nicht viele Orte übrig. Im Persischen Golf akzeptierten die Saudis die türkische Einmischung nicht. Also gibt es tatsächlich nur einen Ort, Syrien. Wenn die türkische Überlegenheit im Nahen Osten wiederhergestellt werden würde, könnte die Türkei eine neue regionale Macht sein. Man konnte doch das alte Osmanische Reich nicht wiederherstellen. Aber wenn man der Herrscher der Region sein wollte, wie in alten osmanischen Tagen, war es notwendig, mit Syrien zu starten. Und Vorsicht! Es sollte zwischen 2011 und 2014 sein. Davutoğlu traf sich fast 62 Mal mit syrischen Staatsmännern.
Mit Syrien fand ein gemeinsames Ministertreffen statt. Das Visum wurde abgeschafft. Die Grenzen wurden geöffnet. Diese wurden als liberale Projekte betrachtet. Aber diese Entwicklung erfolgte im Rahmen des neuen Osmanismus. Die Türkei versuchte von Syrien aus, seine Macht nach Jordanien und in den Libanon auszudehnen. Sie strebten den Aufbau einer Zollunion und einer Freihandelszone an. Es wurde sogar der Bau einer Eisenbahnlinie geplant. Im Vergleich zu Syrien ist die Türkei eine große wirtschaftliche Einheit. Ich bin kein Ökonom, aber nach meinen Berechnungen entsprach die wirtschaftliche Größe von Syrien vor dem Bürgerkrieg fast ein Achtel der wirtschaftlichen Kapazität der Türkei. Bei der Kapitalisierung legte die Türkei im Vergleich zu Syrien einen ziemlich langen Weg zurück. Die Kapitalisierung der Türkei hat eine Geschichte von 80 Jahren. Die Türkei wollte erst Syrien ihrer Seite haben und dann versuchen, andere Länder zu beeinflussen und zu kontrollieren. Danach aber folgte der arabische Frühling. Darauf versuchte die Türkei, ihren Plan durch die muslimischen Brüder durchzusetzen. In Tunesien, Libyen, Ägypten, unter der Regierung von Mursi, Libanon, Syrien. Für die Verwirklichung der Pläne der Türkei musste diesmal das Assad-Regime in Syrien gestürzt werden. Denn was die Türkei mit dem Assad-Regime zu tun versuchte, würde sie mit der syrischen Gruppe der muslimischen Brüder leichter tun. Wie Sie wissen, wegen seiner ethnischen und konfessionellen Position stand Assad schließlich nahe zum Iran. Nach diesem Plan sollte die Türkei von Marokko und Algerien bis zum östlichen Mittelmeerbecken dieses ganze Gebiet unter die eigene Kontrolle nehmen. Das war zu viel. Ein sehr ehrgeiziges Projekt. Und wie vorher schon erwähnt, dieses Projekt brach im Jahr 2015 zusammen. Lassen Sie mich auch kurz die Entwicklung in der Innenpolitik nach 2015 erwähnen. Der pensionierte Admiral Cem Gürdeniz, der diese Idee der blauen Heimat zum ersten Mal vorbrachte, war zu dieser Zeit im Gefängnis. In 2011 wurde er im Rahmen der sogenannten Balyoz, auch Vorschlaghammer-Operation, festgenommen. Als das Bündnis von Erdogan mit der Gülen-Bewegung und den Liberalen zusammenbrach, suchte Erdogan, der seine Politik immer mit Allianzen gestaltet, nach einer neuen Allianz. Als bei den Wahlen im Juni 2015 die Regierung nicht alleine gebildet werden konnte, wandte er sich diesmal an die MHP. Nach dem Putsch näherte er sich zu den sogenannten Eurasianisten, also der Vatan-Partisse, die von der Perinçek-Gruppe geleitet wird und den Elementen des alten, tiefen Staates. Und Erdogan hat sie 2015 aus dem Gefängnis entlassen. Er sagte zu denen, die wegen der Operation Balyoz und Ergenekon im Gefängnis waren, dass sie gegen diese Entlassung ihn in der Innenpolitik unterstützen soll. Und diese Abmachung hat funktioniert. Aber dann begann diese Gruppe, also die aus dem Gefängnis entlassene Perinçek-Gruppe, die MHP und ihr krimineller Hintergrund, wie zum Beispiel Çakıcı, Einfluss auf Erdogan auszuüben. Diese Entwicklung gehörte nicht zu der Abmachung am Anfang. Der Innenminister Soylu, hinter ihm stand Mehmet Agar. Wir reden hier von einer nationalistischen und islamistischen Koalition in der Türkei. Damit stellte sich tatsächlich eine Version der türkisch-islamischen Synthese heraus, die wir ungefähr am 12. September sehen konnten. Und Bestandteile des ehemaligen tieferen Staates in der Türkei entschieden sich für eine Allianz mit den Islamisten, anstatt sie zu bekämpfen. Mit anderen Worten, sie legten die Angst vor den Islamisten und die Androhung des Rücktritts beiseite, beendeten diesartige Diskussionen und sagten, wir schließen einen Kompromiss mit ihnen, so wird die Türkei mächtiger. Auf diese Weise entsteht in dieser Konjunktur der Diskurs und die Politik der blauen Heimat. Die blaue Heimat wurde zum ersten Mal bei einem Treffen im Jahr 2006 von Cem Gürdeniz erwähnt. Später, als er im Gefängnis war, schrieb er eine Menge Dinge darüber in der Zeitung Aydınlık. Doch die Regierung akzeptierte diese Doktrin erst seit 2016. Die Admirale, wie unter anderem Cem Gürdeniz, einerseits, die Perinçek-Gruppe und Cihat Yayıcı andererseits,
überzeugten Erdogan diese Doktrin der blauen Heimat. Und Erdogan machte das größte Marinemanöver in der Geschichte der Türkei. Dann posierte er vor der Karte der blauen Heimat. All dies wurde im Ausland natürlich sehr sorgfältig beobachtet. Sie haben es doch auch gesehen. Das Problem mit der blauen Heimat ist wie folgt. Einige sehen darin kein Problem, sondern eine nationale Strategie. Erstens beruht diese Doktrin auf dieser Idee. Die Nachbarn der Türkei planen das Kesseltreiben auf die Türkei. Der Westen will die Türkei gefangen nehmen. Denn alle expansiven Ideen beruhen auf der Bedrohung eines Angriffs. Alle Elemente davon gibt es auch in der Doktrin der blauen Heimat. Der Westen solle also die Türkei drängen. Er unternahm einen Staatsstreich und wolle auch einen kurdischen Staat in Syrien gründen. Anschließend strebe der Westen eine Teilung der Türkei an. Deswegen müssen wir aktiv nationalistisch, weniger demokratisch sein und etwas expansiver in den Meeren agieren. Das ist die Idee. Zweitens, es gibt diese Ansicht in der Doktrin der blauen Heimat, die Verteidigung der Türkei beginnt weit über ihre Grenzen hinaus. Das hat auch eine terrestrische Dimension. Seit langer Zeit ist diese Ansicht ein elementarer Bestandteil der türkischen Sicherheitspolitik. Sowohl die Islamisten, also die Anhänger von Davutoğlu, als auch die Anhänger der blauen Heimat, mit anderen Worten, die Nationalisten und die Anhänger des Eurasismus, sind sich einig, dass die Verteidigung der Türkei nicht in der Türkei gemacht werden kann, sondern nur durch die Kontrolle der Territorien über die Grenzen hinaus. Sie haben zum Beispiel Davutoğlu's Buch Strategische Tiefe erwähnt. Dort sagt Davutoğlu, dass die Verteidigung von Istanbul in Sarajevo anfängt. Mit anderen Worten, um Istanbul zu verteidigen, brauchen wir eine militärische Präsenz vor Sarajevo-Bosnien. Die Verteidigung des Erzurum-Plateaus, was auch immer das Plateau bedeutet, nennt das doch Hochebene, solle in Groschny beginnen. Ich kritisiere diese Ansicht an vielen Stellen. Gibt es einen Kreuzzug? Kamen die Deutschen, Belgier und Franzosen zusammen, um die Türkei anzugreifen? Und soll die Türkei deswegen sie vor Sarajevo stoppen? Die Türkei kann weder ihre Zentralbank noch den Dollar kontrollieren. Das Land ist bankrott, hat 450 Milliarden Schulden. Und du sagst, dass du Istanbul vor Sarajevo verteidigen wirst? Das ist eine archaische Idee. Das ist ein territoriales Verteidigungsprinzip. Als ob es in der Welt die Globalisierung gar nicht gäbe. Und dieses Verständnis hat heute die Regierung in der Türkei. Es handelt sich hierbei nicht nur um die AKP, sondern um eine breitere Regierungsgruppe, die die Türkei führt. Daher muss man in diesem Rahmen Folgendes betrachten. Die Türkei ist derzeit im Nordirak militärisch präsent. Sie errichtet dort etwa 10 Militärstützpunkte. Es steht nicht so im Vordergrund, aber es wird heimlich mit dieser Politik weitergemacht. Sie wissen doch, die Türkei kontrolliert die ganze Region, von Rojava im Norden Syriens bis nach Afrin. Ich sagte das vorher auf anderen Konferenzen und schrieb dies auch in der Zeitung. Der türkische Korridor wird errichtet. Es wird ein türkisch-islamischer Korridor errichtet und die Türkei wird Syrien nicht verlassen. Syrien stellt für die Türkei ein zweites Zypern-Ereignis dar. Die Soldaten, die dort positioniert wurden, werden dort bleiben. Die Idee, dass die türkische Verteidigung durch die Kontrolle des inneren Syriens möglich ist, dominiert heutzutage die Sicherheitsmentalität in der Türkei. Die türkische Seestreitmacht im östlichen Mittelmeer ist militärisch sehr stark und sie befindet sich mit einem Fuß auch in Libyen. Genau an diesem Punkt möchte ich eine Frage stellen. Sie sagten, dass die Türkei einen türkisch-islamischen Korridor errichten möchte, der in Rojava in Nordsyrien anfängt. Hängt das auch nicht direkt mit dem Willen zusammen, die türkische Frage in der Türkei zu lösen? Die autonome Region Kurdistan, die manchmal auch als Südkurdistan bezeichnet wird, ist eigentlich unter der Kontrolle der Türkei. Es gibt viele Militärstützpunkte im Norden des Irak, auch in Syrien, in der Region von Rojava, die einem Drittel von Syrien entspricht, ist eine Kontrolle der Türkei vorhanden. Ich stimme Ihnen zu. Um diese Kontrolle nachhaltig zu festigen, begann zwischen den Vereinigten Staaten, der Demokratischen Partei Kurdistans und der Türkei eine Initiative, um ein Bündnis zu schließen. Es wird bestrebt, dort ein Einflussgebiet für die Türkei zu bestimmen und dort die Kontrolle auszuüben. Gleichzeitig sollen die Kurden daran gehindert werden, das Meer zu erreichen. Man geht dabei von der Annahme aus, dass die Kurden das Meer erreichen wollen. Hier ist die Rede von einer nachhaltigen Präsenz der türkischen Republik. Aber ist das direkt mit der Verteidigung der Türkei verbunden? Die Behauptungen gehen in eine solche Richtung. Aber hat dies nichts zu tun mit den inneren Angelegenheiten der Türkei,
mit der Lösung der Kurdenfrage? Beides. Ich verstehe Ihre Frage. Zum Beispiel in Libyen gibt es keine kurdische Frage. Aber die Türkei definiert die Intervention in Libyen auch in diesem Rahmen. Die Türkei behauptet, dass man für die Sicherheit der Türken im Mittelmeer mit Libyen ein Abkommen für die Wirtschaftszone schließen soll. Daher soll die Türkei dieses Gebiet unter die Kontrolle bringen. Die Türkei hat auch eine militärische Präsenz in Somalia. Sogar einer der größten Militärstützpunkte der Türkei ist in Somalia. Hat auch eine militärische Präsenz in Katar. Das ist also eine allgemeine Entwicklung. Im Falle Syriens hat das natürlich auch eine andere Dimension in Verbindung mit der kurdischen Frage. Aber dort folgt die Türkei einem anderen Weg. Die Türkei agiert dort in Übereinstimmung mit Amerika. Wenn Sie mich fragen, ich weiß nicht, was mit der politischen kurdischen Einheit in Syrien sein wird. Niemand kann das wissen. Die Kurden selbst wissen es wahrscheinlich auch nicht. Ob es sich um eine administrative Autonomie oder eine kulturelle Autonomie handelt, oder ob Syrien eine Föderation sein wird, kann man zurzeit nicht genau sagen. Aber unter diesen Bedingungen ist es sicher, dass es keine Unabhängigkeit geben wird. Die Unabhängigkeit sieht unmöglich aus. Die Türkei wird die Entwicklung außerhalb der Unabhängigkeit durchgehen lassen. Und Amerika wird gegenüber der Lösung der kurdischen Frage schweigen. Das ist nicht nur eine Prognose für die Zukunft, sondern auch jetzt schweigt Amerika. Gegenüber der Inhaftierung von Dermitaş, Yüksekdağ, der Inhaftierung der gewählten Bürgermeister und der Ernennung von Treuhändern an ihre Stelle. Oder gegenüber der Inhaftierung von dutzenden kurdischen Politikern und den im Irak durchgeführten Militäreinsätzen, sowie gegenüber dem Kampf mit der PKK, mit technologischen Mitteln und so weiter. Die einzige Sorge von Amerika sind die eigenen Investitionen in Syrien. Wahrscheinlich werden die Kurden hier eine Autonomie haben. Meiner Meinung nach schloss Amerika sowohl mit Russland als auch mit der Türkei ein Übereinkommen. Im Gegenzug sagte dann Amerika der Türkei, mach was du willst mit der PKK. Also, was sie gesagt haben, ist richtig. Wenn man sagt, die Verteidigung der Türkei beginnt außerhalb der Türkei, dann bezieht sich die Sichtweise meistens auf die kurdische Frage, wenn man diesen Satz im Zusammenhang mit Syrien und dem Irak sagt. Einerseits wird die PKK in der Türkei und im Irak niedergedrückt. Andererseits werden die Flüchtlinge aus Syrien in dieser Zone angesiedelt, damit man eine sunnitische Zone bilden kann, die von der Türkei kontrolliert wird. Sie wissen, dass diese Zone von den türkischen Vizegouverneuren geleitet, also von den Vizegouverneuren von den türkischen Provinzen in der Nähe dieser Zone. Türkische Schulen werden eröffnet, dort werden türkische Flaggen gehisst. Postdienste kommen aus der Türkei. Und es wurde sogar irgendwo dort eine Hochschule gegründet, die der Gaziantep-Universität untergeordnet ist. Syrien sieht das auch. Es ist sehr unangenehm, aber es kann nichts dagegen tun. Daher will ich mich nicht mit dem Idlib-Problem befassen. Aber dies ist einer der Gründe für die Verlängerung des Idlib-Problems. Die Türkei muss also seine Präsenz in Idlib beibehalten, um in diesem Gebiet seine Existenz nachhaltig zu machen. Denn die syrische Armee kann nicht nach Norden gehen, ohne das Problem mit Idlib zu lösen. Und so weiter. Also die Politik, die in Syrien und im Irak verfolgt wird, ist die Dimension der blauen Heimat auf dem Lande. Die Dimension auf der See wird mit der Marine verfolgt. Dort hat die Türkei ihre Grenzen erreicht. Sie steckt dort fest. Es ist dort nicht so wie auf dem Lande oder in Syrien. Es gibt einen riesigen Block im östlichen Mittelmeer gegenüber der Türkei. Amerika, einige Länder der EU, Griechenland, Zypern, die Vereinigten Arabischen Emirate, Russland und so weiter. Die Türkei blieb dort alleine. Sie ist in einer sehr schwierigen Situation. Die Seedimension der blauen Heimatdoktrin geriet in große Schwierigkeiten. Ich möchte nicht besonders ins Detail gehen, aber Ägypten und Griechenland schlossen im vergangenen Sommer ein Abkommen über die ausschließliche Wirtschaftszone. Und so erlitt die türkische blaue Heimatdoktrin im östlichen Mittelmeerraum einen schweren Schlag. Lassen Sie mich das Thema auf die aktuellen Entwicklungen bringen. Die Türkei deklarierte oft Navtex und ließ das Schiff Oruç Reis für Forschung auf See hinausfahren. Und diese Navtex-Ankündigungen blieben immer außerhalb des Gebiets, das von Ägypten und Griechenland, also ihre ausschließliche Wirtschaftszone, deklariert wurde.
Das türkische Naftex blieb immer außerhalb dieses Seegebiets. Das bedeutet, die Türkei sagt implizit, sie kenne diese Vereinbarung. Sie erkennt es nicht durch Deklarationen an, tritt aber stillschweigend nicht in dieses Gebiet ein. Daher bedeutet das in der Tat die Beendigung des Rechts der Türkei. Wenn Sie mich fragen, zeigt dies, dass sich hierbei um die kurzlebigste Doktrin in der Geschichte der Türkei handelt. Lassen Sie mich hier stoppen. Vielen Dank. Ich denke, das ist ausführlich genug für die Erläuterung des Themas. Hoffentlich. Können wir vielleicht wieder zurück zum Thema Zypern kommen? Wir sprechen über die türkische Außenpolitik, insbesondere im Zusammenhang mit dieser Frage der blauen Heimat. Die Republik Türkei ist auch ein Mitglied der NATO. Sie wollte damals sehr beharrlich in die EU eintreten, aber seit geraumer Zeit scheint dieser Wille verloren gegangen zu sein. Nun gibt es wieder Zeichen dieses Willens, in die EU eintreten zu wollen. Dieses Thema liegt auch in Ihrem Interessengebiet. Ich weiß auch, dass Sie darüber Artikel geschrieben haben. Ich weiß, dass einige unserer Freunde diesem Thema ebenfalls eine große Bedeutung beimessen. Die 2000er Jahre, eigentlich schon beginnend Mitte der 90er Jahre, stellen eine Periode dar, die sich von der bisherigen Politik der Türkei unterscheidet. Die Türkei verfolgt eine expansive, aggressive Politik in der Region, plant die Verteidigung der türkischen Grenzen außerhalb der Türkei. Diese Entwicklung hat bestimmt einen Platz in der Weltordnung, im globalen Rahmen. Hat also die Türkei eine subimperialistische Position erreicht, etwa wie Brasilien und Südafrika? Sie haben diese Frage bereits gestellt und ich weiß, dass Sie eine positive Antwort darauf geben. Aber zumindest die blaue Heimatpolitik ist gerade zusammengebrochen und die Schiffe, die vor dem Hafen von Mersin ankern, wurden zu einem Symbol dieser Politik. Während diese Politik zu Ende geht, hat sich gleichzeitig nicht gezeigt, wie weit die Grenzen der subimperialistischen Rolle der Türkei sind. Wenn es um Subimperialismus geht, gibt es in der Regel immer eine Illusion. Also deswegen möchte ich dies mit besonderer Klarheit erfassen. Wir wissen also, dass Imperialisten Metropolen sind. Sogar Grundschulkinder kennen sie. Sie werden auswendig gelernt. Wenn es Imperialismus heißt, denk mal an den Westen und Amerika. Aber im Bereich des Subimperialismus ist die Wahrnehmung immer so, als ob wir immer unterdrückt wären. Man glaubt, dass die unterdrückten Länder, die halbkolonialen Länder, nicht imperialistisch sein könnten. Jetzt hat sich die Welt verändert. Die Bedingungen der Türkei veränderten sich, wirtschaftlich. Die politische Struktur veränderte sich auch. Das internationale Gleichgewicht änderte sich. So entstand ein Phänomen namens Subimperialismus. Wie weit sind die Grenzen des Subimperialismus in Bezug auf die Türkei? Sie hatten diese Frage, ob die Türkei subimperialistisch ist oder nicht, schon gestellt. Sie sagen dazu, ja, sie ist es. Aber inwieweit geht das? Gerade befindet sich die Türkei in einer konfrontativen Beziehung mit der EU. Wie sehen Sie die türkische Haltung? Vor allem in der letzten Zeit unter der Berücksichtigung der Entwicklungen auf dem Balkan und wegen des armenisch-aserbaidschanischen Kriegs in Aserbaidschan und auf dem Kaukasus. Was sind die Grenzen dieses Subimperialismus? Ich schätze, die Frage ist klar, oder? Herr Ilhan, können Sie mich hören? Können Sie meine Frage hören? Können Sie mich hören? Herr Ilhan, können Sie mich hören? Können Sie meine Frage hören? Ja, ich habe die Frage verstanden. Alles klar. Jetzt hören wir Sie. Sie haben natürlich recht. Die Türkei spielt innerhalb des globalen Systems eine subimperialistische Rolle. Zum Beispiel, die Türkei arbeitet westlich des Euphrats in Syrien zusammen mit den Vereinigten Staaten. Zum Beispiel die autonome Region Kurdistan unter Barzani hat ihre aktuelle Form mehr oder weniger durch die Politik bekommen, die die Türkei zusammen mit den Vereinigten Staaten umgesetzt hatte. Länder wie die Türkei erledigen die regionalen Projekte des weltweiten Hegemons. Und dabei versuchen sie oft, ihre Agenda in diese Projekte zu integrieren. Ich glaube, ich habe das schon einmal gesagt. Die Beziehung zu dem subimperialistischen Staat
sind nicht so wie zu einer Ordonnanz. Das Thema ist immer Gegenstand von Verhandlungen. Ein Land wie die Türkei ist wegen ihrer Größe immer imstande zu verhandeln. Es fügt immer ihre eigenen Interessen hinzu und diese werden toleriert, wenn sie den Interessen des Westens nicht direkt schaden. Das ehrgeizigste Ziel der Türkei waren die Bemühungen zu der Zeit des Ministerpräsidenten Davutoğlu und seine Bemühungen um eine Dominanz im Nahen Osten. Dieses Vorhaben war erfolglos. Abgesehen davon war der zweite ehrgeizige große Schritt in Libyen. Anladım, anladım sorunuzu. Tamam, evet. Oldu. Şimdi geliyor sesiniz. Evet, buyurun. Ja, haklısınız tabii ki. Ya, Türkiye, und Libyen war ein sehr typisches subimperialistisches Unternehmen. Das war eine Probe. Hier testete die Türkei ihre eigene militärische Macht. Sie wäre auch erfolgreich. Wenn ein Auge in Bezug auf die Türkei zugedrückt werden würde, würde die Türkei fast eine Kolonie in Übersee haben. Man fing an zu sagen, wir haben dort wirtschaftliche Interessen. Als ob das die normalste Sache der Welt wäre. Die Kreise in der Nähe der AKP und auch die Nationalisten behaupten dies. Das wurde in der Türkei in Debattenprogrammen im Fernsehen ausgesprochen. Man hat diese Gedanken auch aufgeschrieben. Sie wissen, die TPAO, Turkish Petroleum Corporation, machte Vereinbarungen für Bohrungen in küstennahen Gebieten und auch innerhalb Libyens. Wenn der Krieg vorbei ist, wollten sie an den Infrastrukturdiensten teilnehmen und ihren Nutzen ziehen. Wenn man die Elemente der Politik sortiert, die die Türkei in Libyen praktizierte, sieht man, dass diese Aktionen genau an die Definition des Imperialismus im 19. Jahrhundert passen. Aber diejenigen, die dies sagten, glaubten nicht, dass die Türkei imperialistisch sein könnte, da sie sich von Imperialismus ausschlossen und ihn externalisierten. Wir können überhaupt nicht imperialistisch sein, sagten sowohl die islamistische als auch die nationalistische Flanke in der Türkei. Doch, das können sie. Warum soll das, was die Türkei in Libyen vorhat, anders als das sein, was Frankreich machen will? Es gibt zwei sehr grundlegende Bedingungen für die Anwendung des Begriffs Imperialismus. Zum Beispiel der Einsatz militärischer Gewalt in überseeischen Gewässern außerhalb des eigenen Landes für wirtschaftliche Aktivität. Beide Elemente der türkischen Aktivitäten dort scheinen dies zu erfüllen. Die Türkei hat vor, den Aufbau der gesamten Infrastruktur zu übernehmen. Sie will, dass ihre Unternehmer davon profitieren. Die Türkei will eine Regierung haben, zum Beispiel die Regierung von Sarraj, und sie will diese Regierung, zum Beispiel durch ihren Innenminister, unter politischer Kontrolle halten. Die Türkei plant dorthin Soldaten, Militärberater, Geheimdienstagenten, unbemannte Luftfahrzeuge zu schicken und Haftar zu besiegen. Anschließend möchten sie das Reichtum des Landes für sich selbst haben. Der Imperialismus ist ganz genau so etwas. Darüber hinaus gibt es keinen weiteren Imperialismus. Es sollte leicht zu erklären sein. Entweder sie wissen es, sie sagen es uns absichtlich nicht, sie spielen uns den Narren, sie sagen, es ist kein Imperialismus, was wir tun, und sie weisen als Imperialisten auf die anderen hin. Also entweder wissen sie genau, was sie tun, oder mit einer gutgesinnten Interpretation von uns, sie wissen es wirklich nicht. Aber auch der subimperialistische Versuch in Libyen ist gescheitert. Es wird der Türkei wahrscheinlich keinen Anteil an den natürlichen Ressourcen geben. Daher ist dieses Thema eigentlich in gewissem Sinne beendet. Nun, wenn Sie wollen, wenden wir uns zurück zu Herrn Ulus. Ulus Bey lebt in einem Land, das im direkten Bezug zur Besetzung, den Subimperialismus und der blaue Heimatdoktrin steht. Sie hören mich, Herr Ulus, oder? Ja, ich höre Sie.
O da başarısızlıkla sonuçlandı. Türkiye'ye Evet. oradan hani doğal kaynaklardan pay verilmeyecek büyük ölçüde. Evet yani dolayısıyla bu defter de aslında bir anlamda böyle kapanmış gibi oluyor. Wir bleiben im Jahr 1974. In diesem Jahr fand eine Besatzungsoperation statt. Wir haben gerade über die Lebensfähigkeit der Föderation in Zypern gesprochen. Nun geht es weiter mit der aktuellen Situation. Wie ist die Situation in Zypern jetzt? Mit anderen Worten, wie ist die Situation generell auf der Insel? Nicht nur in Nordzypern, sondern auch in ganz Zypern. Sowohl in Bezug auf den türkischen als auch den griechischen Teil. Wie sind die Beziehungen zwischen den beiden Teilen? Welche Auswirkungen hat die Außenpolitik der Türkei hier? Wie sieht die Situation, besonders nach den Präsidentschaftswahlen, aus? Eigentlich soll man hier das Wort Wahl im Apostroph sagen. Welchen Ausdruck hatte diese Wahl? Wie ist die Einstellung der Oppositionellen, die gegen die türkische Außenpolitik sind? Gibt es Gruppen und Parteien, die darum kämpfen, eine friedlichere Insel mit beiden Gesellschaften zu schaffen, wo friedlichere, direktere Verhandlungen geführt werden können, ohne von der türkischen oder griechischen Außenpolitik betroffen zu sein? Ich weiß, dass es solche Gruppen und Parteien gibt, aber wie sieht es aus Ihrer Sicht aus? Ich würde mich freuen, wenn Sie uns über diese Angelegenheiten informieren könnten. İlhan Bey şunu söyleyelim. 1982 yılında arkadaşıma da katkı olsun diye söyleyeyim. Çünkü natürlich. Herr Ilan, lassen Sie mich als erstes das sagen. Ich möchte damit meinen Kollegen auch einen Beitrag leisten. Im Jahr 1982 hat eine dänische Organisation namens PRIO, die in Oslo tätig ist, einige Broschüren über die Kohlenwasserstoffe herausgegeben. Die Friedrich-Ebert-Stiftung, die in Südzypern aktiv ist, hatte auch dazu beigetragen. In dieser Broschüre gibt es Hinweise darüber, dass die ersten Verhandlungen über diese Kohlenwasserstoffe mit der Türkei geführt wurden. Und es wird erwähnt, dass die Türkei damals einen sehr großen Anteil verlangte. Daher wird auf die sehr ähnlichen Konflikte zwischen Japan und China hingewiesen. Und es wird erläutert, dass man damals einen Kompromiss geschlossen hatte. Lassen Sie mich erst das erwähnen. Es wurden damals Verhandlungen mit der Türkei und Südzypern geführt. Wie Sie wissen, in diesen Verhandlungen wurde das nicht anerkannte Nordzypern Subordinated Administration genannt. Während dieser Treffen hatte man offensichtlich mit der Türkei auch solche Verhandlungen geführt. Subordinated Administration of Turkey olarak geçiyor. Alt bilim olarak geçiyor. Kuzey Kıbrıs ama şimdi görüşmelerde bir Bei diesen Verhandlungen stellte die Türkei für die türkische Republik Nordzypern und für die Rechte der Türken in Nordzypern einige Forderungen. Also abgesehen von der Situation der Blaue Heimatdoktrin, auch vor dem Ship-to-Gaza-Zwischenfall. Wie Sie wissen, es gab damals einige Streitigkeiten wegen Palästina. Die Türkei hatte ein Schiff nach Palästina gesandt. Also bevor die Türkei mit Israel dieses Problem erlebte. Die Türkei und Israel hatten die Übereinkunft getroffen, um das Erdöl in Leviathan über Karpas in Zypern mit einer anderen Rohrleitung in die Türkei zu bringen. Aber leider brachen die Beziehungen zwischen den beiden Staaten nach diesem Ship-to-Gaza-Zwischenfall zusammen. Deswegen konnte dann die Türkei von Israel keinen Anteil bekommen. Es gibt auch eine Entfremdung der Türkei wegen ihres Systems und ihres Regimes in sich. Kıbrıs-Karpaz burnu da kullanılarak ayrı bir boruyla
Dieses Regime und seine strenge Politik beraubt der Türkei viele Chancen. Und in diesem Kontext kann ich sagen, dass im Süden viele Ökonomen und viele Politiker den gegenwärtigen Präsidenten der liberalen Rechten, Anastasiadis, kritisieren. Sie stehen dafür, dass die Gasreserven von der Türkei nach Europa transferiert werden. Rejimden de kaynaklanan bir uzaklaşma var. Türkiye'yi birçok konuda da mahrum ediyor. O kendi içindeki rejim veya... Ich kenne viele Menschen, darunter viele Wissenschaftler, wie zum Beispiel den Wissenschaftler Professor Elinos, der auch bei Supershell gearbeitet hat, welcher die Meinung vertritt, dass die Zypern-Frage mit der Beteiligung der Türkei und mit der Leitung der Gasreserven über die Türkei gelöst werden kann. Doch wie gesagt, die Türkei verlor aufgrund ihres nicht kompromissbereiten und eigensinnigen Regimes diese Chancen. Leider verlor die Türkei wegen der unendlich vielen Forderungen diesen Markt und die Möglichkeiten eines Kompromisses. Tanıdığım çok insan var, çok bilim adamı var bunların içerisinde. Mesela Elinos, Profesör Elinos. Wir sehen gerade einen solchen Kompromiss zwischen Saudi-Arabien, Ägypten, Libanon und Israel. Obwohl einige von diesen Ländern Feinde sind, gibt es eine Vereinbarung zwischen ihren Öl- oder Gasreserven. Ich erwähnte gerade diese Broschüren. Der rationalste Weg für die Rohrleitung läuft immer noch über die Türkei. Das wurde darin ebenfalls geschrieben und aufgezeichnet. Aber die Situation hat sich nach dieser Politik der Türkei jetzt geändert. Jetzt redet man über eine Rohrleitung von Zypern, sogar vom Reservegebiet bis nach Kreta, also über eine 1900 Kilometer lange Leitung. Öyle bir uzlaşmalar görüyoruz ki, biliyorsunuz Suudi Arabistan, Mısır, Lübnan bunların bazıları... Ich denke, dass eines der Ziele der Türkei nach der Blaue Heimat-Doktrin, nach der Entstehung dieser Karte mit Libyen, die Vermeidung dieser 1900 Kilometer langen Rohrleitung war. Aber wie gesagt, wenn die Türkei nach innen und nach außen demokratischer wird, en rasyonel taşınma aracının Türkiye olduğu da yazılıp çiziliyor ama artık wenn sie eine friedlichere Politik mit ihren Nachbarn verfolgt, dann kann sich im östlichen, im Mittelmeerraum, die Lage verändern. Diese Reserven können im Konsens gemeinsam genutzt werden. Bir boru hattının uzanması, 1900 kilometrelik bir boru hattından da bahsediliyor ama sanırım o mavi vatan şeyinden sonra, dokuyundan sonra... Ich bin mit diesen Gasreserven ein wenig vom Thema abgekommen, aber ich wollte zu dem beitragen, was mein Kollege sagte. Aber lassen Sie mich auch darauf hinweisen, dass die Umweltschützer gegen diese Bohrung sind. Denn sie behaupten, dass hier, wie es in der Karibik passierte, die Umwelt stark geschädigt wird, sich der Zustand der Erdringe unter dem Meer und der Mittelmeerküste verschlechtern wird. Ich respektiere auch Sie in dieser Hinsicht. Wir sind aufgeklärte Bürger der Mittelklasse, die im östlichen Mittelmeerraum leben. Und Sie wissen, das Finden dieser Gasreserven hilft den Kapitalisten. Unsere Interessen hier sind die Schaffung des Friedens in der Region, das Finden des Kompromisses und sobald wie möglich die Lösung des Problems und eine Demokratisierung. Daher respektiere ich die Meinung der Umweltschützer zu diesem Thema. Und ich respektiere die Meinung dieser Umweltschützer vor Ort als eine starke Alternative oder als Warnung. Nun, mein lieber Freund, seit 1974 sehen wir, dass die Türkei in Zypern gründlich die Politik des tieferen Staats verfolgte. Es gibt die Vision, dass die Türkei die Länder, die das Osmanische Reich verlor, zurückbekommt. Und diese Vision wurde verstärkt. Und
Und wie Sie es sicher wissen, die Türkei war ein Garant der Republik Zypern. Und ein Garant konnte nach der Verfassung Zyperns die Ausrufung eines eigenen Staates nicht vorsehen. Das gilt auch für Griechenland. Ein Garant konnte keinen Staatsstreich machen. Er konnte Zypern nicht in zwei Teile teilen. Mit anderen Worten, dies wurde sowohl in der Garantievereinbarung als auch in der zyprischen Verfassung streng festgelegt. Aber nach dem Putsch der griechischen Militärregierung wollte die Türkei ab 1963 die alte Ordnung in Zypern wiederherstellen. Sie kam nach Zypern, teilte Zypern in zwei Teile, konnte aber auch das Zypern-Problem nicht lösen. Darüber hinaus gibt es auch einen Beschluss der großen türkischen Nationalversammlung in einer geheimen Sitzung mit dem Namen »Die Kriegserklärung zu der Republik Zypern«. Wenn eine Lösung gefunden werden soll, muss dieser Beschluss entfernt werden. Denn die Türkei sollte als der Garant für Zypern nicht nur für die türkischen Zyprioten agieren, sondern der Garant ist für das komplette Zypern da. Der Garant sollte Frieden in die Region bringen. Wenn wir das Ergebnis von den vergangenen 46 Jahren betrachten, sehen wir, dass wir heute beim Zypern-Problem im östlichen Mittelmeer nicht zum Frieden gehen. Lassen Sie mich sogar eine Sache erwähnen. Als die Reserven für Gas und Kohlenwasserstoffe gefunden wurden, glaubten sowohl die EU als auch die Vereinigten Staaten und andere Länder in der Region, dass diese neue Lage uns zu einer Lösung führen würde. Aber wir haben gesehen, dass die Entdeckung von Gasreserven und Kohlenwasserstoffen die Lösung leider verhindert hat. Sie hat uns zu einem Konflikt in Zypern und zu Konflikten im östlichen Mittelmeer geführt. Daher möchte ich Sie auf diesen Punkt aufmerksam machen. Seit 30 Jahren bin ich mit verschiedenen Parteien und Sektionen im Süden in Kontakt. In jeder Partei gibt es auch Demokraten, die liberal denken, näher an der Linken stehen oder mehr an die Interessen Zyperns denken. Mit anderen Worten, im Süden gibt es sowohl von der rechten als auch von der linken Seite Akteure, mit denen man kooperieren kann. Derjenige, der die Partei des heutigen Präsidenten gründete und dieses Erbe hinterließ, war Lavkos Kleridis. Er war von Anfang an Mitglied der EOK als Unterhändler. Vor 1974 stellte er solche Forderungen an die Türken, die nicht akzeptiert werden konnten. Aber dann, nach 1974, näherte er sich als ein Politiker aus dem rechten, liberalen Rechten, dem Zypern-Problem auf sehr liberale Weise. Er war ein Präsident, der in der Vergangenheit mit den Türken Kontakt hatte. Während des Zweiten Weltkrieges kämpfte er in der Tschechoslowakei an der deutsch-tschechoslowakischen Grenze mit den Türken zusammen. Sie wurden sogar gefangen genommen. Er war auch ein guter Freund von Denktaş. Aber lassen Sie uns auch das erwähnen. Das Trauma von 1974 und die Fortsetzung dieses Traumas brachten der griechisch-zyprischen Gemeinschaft natürlich neue Bedingungen, die sie nicht akzeptieren konnten. Zum Beispiel konnten die Griechen von Zypern einen eigenen Staat im Norden nicht akzeptieren, weil sie auch Gebiete im Norden hatten. Aber eigentlich hatten auch die türkischen Zyprioten Gebiete im Süden. Auch meine Familie und Verwandte hatten Ländereien im Süden. Und leider, nach 1974, konnten weder die Türken noch die Griechen ihre Eigentümer zurückbekommen. Auch wenn man in der Einheit oder Republik im Norden angekündigt hat, dass man die Rechte der Immigranten anerkennen wird, geriet der Großteil dieser Immigranten ohne ihre Ländereien in große Schwierigkeiten. Das wollte ich auch erläutern.
durumlar da getirmişti. Yani örneğin ayrı bir devleti Kıbrıslı Rumlar kabul edemezler, etmezlerdi. Çünkü kuzeyde de... Ya, dann kann man es vielleicht in diesem Zusammenhang so zusammenfassen, Herr Ulus. Das Trauma von 1974 geht noch weiter. Die Politik der Türkei hat sich auch nicht viel geändert. Ein Land unter Besatzung. İlhan Bey, lassen Sie mich noch eine Situation erklären. Leider, nach der Operation im Jahr 1974, war unser Motto, alle Völker sind Brüder. Das war unser Motto, an das wir gebunden waren. Die sozialistische, linksdemokratische, revolutionäre Haltung, die wir in unserer Jugend in der Vergangenheit eingenommen haben, spielte dabei eine Rolle. Aber die Türkei siedelte hier nach 1974, wie die Osmanen es damals gemacht hatten, 400.000 Menschen an. Das war sogar größer als die Population der zypriotischen Türken. Man schätzte in Zypern de facto eine Population von 1 Million. Man sagt, dass selbst bei den Wahlen die Zahl der Wähler die Zahl der türkischen Zyprioten bei weitem überstieg. Die türkischen Zyprioten können ihren Willen nicht vertreten. Und genau deswegen hat Herr Akıncı bei den letzten Wahlen verloren. Einerseits gibt es eine Population der zypriotischen Türken von 80.000. Andererseits gibt es eine Zahl von 198.200 Türken, die aus der Türkei kommt. Die Eigentümer der Griechen im Norden wurden auch unter diesen Türken verteilt. So bildete sich ein Konflikt. Natürlich ist es sinnlos, diese Menschen zu verallgemeinern, aber die türkische Botschaft und auch der tiefe Staat übte offensichtlich große Kontrolle und Druck auf diese Menschen aus. Bei den Wahlen hatten sie auch Einfluss auf diese Menschen. Sie ließen viele von ihnen nicht abstimmen und führten in der zweiten Runde diese Menschen vor, damit Herr Akıncı die Wahl zur Präsidentschaft verlor. Sowohl der Präsident Recep Tayyip Erdoğan als auch die türkische Botschaft, also die Türkei, ist dafür verantwortlich. Wenn die beiden zypriotischen Gesellschaften, die Türken und Griechen, alleine wären, könnten sie eine Lösung finden. In einer geeigneten Zeit im Hinblick auf die Haltung der EU und die Konjunktur in der Welt. Ich glaube, dass man in den Menschen, die Zypern als Heimat sehen und Frieden wollen, eine Lösung finden kann. In der letzten Zeit brachte die Öffnung der Region Maraş die Dinge etwas durcheinander. Man denkt, dass die Leute, die Maraş seit langer Zeit nicht besuchen konnten, die Region jetzt unter Kontrolle der Türken besuchen können. Aber dieser Plan sieht auch nicht umsetzbar aus. Denn wenn diese Region unter der türkischen Kontrolle geöffnet wird, werden die Nationalisten dort, die rechten Parteien oder die regierende rechte Partei, werden die Menschen daran hindern, nach Maraş zu kommen. Dies wird in der Tat ein schwerer Schlag für die Lösung sein. Können wir alles zusammenfassen? Natürlich. Auf beiden Seiten gibt es aufgeklärte, revolutionäre, sozialdemokratische und patriotische Menschen, die eine Lösung wollen und dynamisch für die Rechte der Arbeiter und für den Frieden arbeiten. Ich glaube daran, dass diese eine große Wirkung auf die Lösung haben werden. Zuallererst denke ich, dass den zyprischen Türken die Möglichkeit gegeben werden sollte, ihren Willen frei zu vertreten oder zu reflektieren. Çok teşekkür ediyorum.
Vielen Dank, lieber İlhan Özgel, lieber Ulus Erkat. Eigentlich haben wir angefangen, über die Probleme zu diskutieren, aber die Probleme liegen weiterhin da, so verstreut, wie sie sind. Also lassen wir sie einfach erstmal verstreut. Denn ich möchte im Hinblick auf die Dauer des Programms hier ein Ende setzen. Eigentlich wollten wir Sie hier in Hamburg begrüßen, wenn es diese Pandemie nicht gegeben hätte. Doch es ist unsere Hoffnung, dass wir Sie bei der ersten Gelegenheit, wenn sich die Bedingungen ändern, sowohl in unserem Verein als auch in unserem Atelier in Hamburg begrüßen können. Gerne. Wir haben eine Einführung in die Probleme der türkischen Außenpolitik gegeben. Wir werden auch darüber sprechen, wie die Lage von hier aus aussieht, wie es aus Griechenland aussieht. Vermutlich werden wir hier nächste Woche Maria Ioana, eine Menschenrechtskämpferin der Friedensbewegung in Griechenland, und Norman Pech, einen ehemaligen Abgeordneten und auch ein Kollege von Herrn İlhan, ein ehemaliger internationaler Rechtsprofessor, aber nicht ein politischer Wissenschaftler wie Herr İlhan, hier zu Gast haben. Wir werden mit ihm über diese Themen aus deutscher Sicht sprechen. Wie Sie wissen, Norman Pech agierte insbesondere bei den internationalen Diskussionen über das Kurdenproblem der Türkei als Gutachter und er schrieb Berichte darüber. Er ist Wissenschaftler sowie Politiker. Vielen Dank für die Teilnahme an diesem Programm. Wir haben rasch angefangen und wir sind schnell zu einem Ende gekommen. Aber wir wollen euch gerne wiedersehen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen und bis zu den nächsten Programmen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.